Es geht los. Spiel Nummer 3 in Bern, in der PostFinance Arena. SC Bern in Schwarz von rechts nach links gegen den EV Zug, der in fast unveränderter Formation hier auftritt. Eine einzige Änderung gibt es. Josh Holden ist wieder mit dabei. Der Center des zweiten Sturms ist zurückgekehrt, nicht mehr krank. Und er verdrängt damit Matti Järvinen. Da haben Sie Josh Holden. Er verdrängt Matti Järvinen aus dem Team beim EV Zug. Senteler setzt sich durch. Immer noch Senteler. Klasse Einzelaktion. Und es gibt die nächste Strafe gegen Klingberg, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch er mit einem Bandencheck gegen Schober. Diesmal haben Sie es gesehen. Und wieder wandert Immonen Richtung Strafbank. Schon zum zweiten Mal innerhalb von etwas mehr als 9 Minuten. Schober hat sich da offensichtlich wehgetan. Senteler mit dem Dribbling gegen Krüger. Top-Chance für die Zuger. Dann an der Bande Schober. Ja, ja, auch hier müssen wir nicht diskutieren. Aber sehr vergleichbar mit dem, was zuvor passiert ist. Aus anderer Perspektive die Szene. Achten Sie auf Schober. Ja, genau. Immonen, für ihn ist der Arbeitstag beendet. 5 Minuten plus Spieldauer, Disziplinarstrafe. Noch 35 Sekunden Powerplay für Bern. Abbott. Untersander. Arcobello. Suri dazwischen. Auch hier kommt Diaz sofort raus aus der Box. Stört Untersander. Suri macht das Gleiche bei Arcobello. Und so ist es schwierig, Anspielstationen zu finden. Und dann gibt es das Tor doch noch durch Andrew Abbott. 11 Sekunden vor Ende dieses Überzahlspiels geht der SCB in Führung. Ein Mann für die wichtigen Rendezvous. Untersander bringt die Scheibe aufs Tor. Gar nicht mit dem Ziel, einen Treffer zu erzielen, sondern hier dafür zu sorgen, dass es einen Abpraller gibt. Den gibt's. Und dann ist das Tor offen. Für ihn, für Abbott. Das ist Saul Miller. Dem fehlt, glaube ich, ein Brillenbügel. Vielleicht findet sich ein Sponsor für den Guten. Ja, da fehlt ein Bügel. Saul Miller ist der Mentalcoach des EV Zug. Und interessanterweise war er im letzten Jahr Mentaltrainer des SC Bern. Gangbar, was macht dich so sicher, dass Zug da so weiterspielen kann, wie sie im ersten Drittel angefangen haben? Ja, ich sehe und spüre einfach, dass die Gielen die Energie haben. Das Schlittschuhläufer ist, sie sind auf der Höhe vom SCB, wenn nicht sogar ein kleiner Vorteil beim Vorchecking. Das ist der, wo du die Speed nach kannst wirklich ausleben. Das hat Zug gemacht und das dreht dich mehr oder weniger durch einen ganzen Match durch. Und Zug wird weiter so gehen. Und wer? Moser. Arcobello an die Maske. Und das war der Schuss an die Maske von Tobias Steffen. Hartes Einsteigen von Suri, überhart. Jetzt gibt es die Strafe. Ja, klare Sache, auch hier gegen Lersch. Und Zug hat bei 5 gegen 5 immer noch kein Goal geschossen. Das nackt bei denen, oder? Ja, natürlich nackt es, aber irgendwann wird es ja kommen. Aber dann müssen es ja wirklich 5 gegen 5 bleiben. Jetzt die Straftage am Ende des zweiten Drittels. Mir ein grosses Rätsel in dieser Situation, wie da so etwas passieren kann. So, zuerst der Pfostenschuss nach etwa 9 Sekunden. Und das war ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es ging ja weiter, nämlich hier. Plus mit dem Pass für Moser. Und Stefan lenkt die Scheibe an den Pfosten. Splash für Bodenmann. Auch kein Tor.
Ja, gibt's denn sowas? Simon Bodenmann mit der dritten Top-Möglichkeit für die Berner im dritten Drittel. Vorbereitet von Ryan Lash. Ah, da bleibt der Puck auf der Linie stehen. Jungfrau Jung, Top of Europe, präsentiert das grösste Publikum für Europa. Ich bin Fans, ich kann es wieder rein sein. Unglaublich. Ich könnte wieder mal. Der Start ins dritte Drittel. Wir danken 17.000 und 31 Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich für den Besuch vom heutigen Match. Und das alles hält natürlich Zug am Leben, ist klar. Schwierig da durchzukommen, durch diese Berner Mauer an der eigenen blauen Linie. Stellen sich gut auf in der neutralen Zone, machen Zug das Leben schwer, was das Kreieren von wirklich gefährlichen Situationen betrifft. Elbling. Marcini. Kommt da durch. Oh, die geht rein! Oi, 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 oi. Cenoni nur dran mit dem Fanghandschuh. Aber die Scheibe geht vom Fanghandschuh ins Tor. Ausgleich. 4:51 vor dem Ende. Torflaute von Marcini. Offiziell beendet. Das wird bei ihm runtergehen wie Honig. Der erste Fehler von Cenoni in der Finalserie sei auch einem Klasse-Torhüter zugestanden. Lino Marcini nach 15 Spielen ohne Treffer trifft er. Mit etwas Mithilfe des gegnerischen Torhüters. Scheibe flattert. Und Cenoni weiß im Moment, wo er mit der Fanghand dran ist, das geht nicht gut. Klingberg, aber da wird nichts mehr passieren. Wir gehen in die Verlängerung. Und Diaz bringt die Scheibe sofort aufs Tor. Marcini! Suri! Oh, eine Riesenmöglichkeit für den EVZ hier. Es war ein Pfostenschuss, kennen wir ja schon. Schauen wir uns den Pfostenschuss von Reto Suri an. Trifft er auch noch Schober. Am Kopf. Zentimeter, die entscheiden. Suri. Marcini. Moron. Oh, abgefälscht drin. Zug gewinnt. Reto Suri. Legt ab. Und nach 4 Minuten 15 der Verlängerung ist das Spiel entschieden und die Finalserie ist wieder offen. Zug gewinnt in der Verlängerung hier in Bern und verkürzt in der Finalserie auf 2:1. Tja, und die vielgescholtenen haben das Spiel letztlich für Zug entschieden. Nämlich Lino Marcini und er hier, Reto Suri, haben die beiden Zuger Tore geschossen. Moron und abgefälscht von Reto Suri. Nichts zu machen für Leonardo Cenoni. Da kommt die Scheibe angeflattert. Mit der Schaufel trifft Suri den Puck in der Luft, lenkt ab, unhaltbar. Ja, was für eine Geschichte heute Abend. Die Wiederauferstehung von Marcini und Suri und damit auch des EV Zug in dieser Finalserie. Und wenn nicht, Zug kehrt zurück in die Serie.
bedankt sich in der Ecke bei den mitgereisten Fans und schürt logischerweise neue Hoffnung bei den Fans und sicher auch bei sich selber, bei den Spielern für die Fortsetzung dieser Serie. Also dann, die Finalserie ist neu lanciert. Zug gewinnt. Und Reto Suri ist bei Johannes Keller. Und er ist natürlich der grosse Matchwinner aus Sicht vom EV Zug. Reto Suri, ja, 2:1, Schüsse in der Verlängerung, das muss ein super Gefühl sein. Ja, es ist ein riesiges Gefühl, aber ich glaube, der Effort, den wir heute angelegt haben, vom ganzen Kollektiv, von Zinderste, jeder hat seinen Job gemacht, wir sind dran gewesen, wir haben gewusst, es wird so ein Match geben. Und extrem wichtig für uns, dass wir das bessere Ende haben können, auf unsere Seite ziehen. So ein richtiger erdauerter Sieg mit den pfosten Schüssen vom SCB im dritten Drittel, ist das auch mental eine extrem wichtige Sache heute? Ja, ich meine, es hat Chancen gegeben auf beiden Seiten. Wir haben, glaube ich, ab dem zweiten Drittel auch mehrere Chancen gehabt, die wir hätten können vorlegen. Ist uns nicht gelungen. In der Verlängerung, der Shift vorne trifft jeden Pfosten. Also ich glaube, alles in allem war es sehr ausgeglichen gewesen. Und wir haben heute einen super Job gemacht, wie ich schon gesagt habe. Jeder hat seinen Job 120% erledigt. Und das ist der Schlüssel gewesen, dass wir heute den Match gewinnen konnten. Grosse Erlösung für das ganze Team, grosse Erlösung aber auch für Sie persönlich. Ja, ich glaube, es geht nicht mehr um die persönlichen Sachen. Es geht das ganze Jahr nicht um das Persönliche. Sicher schön, dass ich der Mannschaft jetzt so helfen mit dem. Aber am Schluss geht es ums Kollektiv. Und den Zug haben wir jetzt wieder auf den richtigen Weg zurückgebracht. Und jetzt wollen wir am Donnerstag dort weiterfahren. Danke. Und das, was man da hinten im Hintergrund gehört, das ist Zuger Fankurve. Die sind da gerade um die Ecken und die sind in Ekstase. Seit ihr Verlängerung das Goal gesehen vom Reto Suri. Ja, das ist eine schöne Geschichte, dass der Reto Suri das macht. Er hat ja vorher schon einen Pfostenschuss gehabt. Und der Morant bringt den Böck gut vor das Goal. Und nicht vergessen, das ist Zug, hat das immer wieder gesagt, wir müssen mehr Leute vor dem Goal haben, für Ablenker, für ein bisschen so schmutzige Goal. Und der Reto Suri geht jetzt mit sehr gutem Beispiel voraus. Er kommt aus dem Ecken raus und hat einfach ein Ziel. Liebe Verteidiger oben, das hat mit dem Johann Morant quasi geredet, ohne zu reden. Bring doch bitte den Böck vor das Goal, weil ich bin da. Er hat sich nicht irgendwo versteckt oder zugeschaut, sondern ist wirklich aktiv die Lücke suchen vor dem Goal und auch einen ganz cleveren Ablenker von oben gegen runter. Das ist immer furchtbar brutal für einen Goalie, so, wo man auch noch mit der Scheibe ein bisschen Genoni ein bisschen verschieben muss. Suri tüpft sie genau richtig hier von der Luft oben runter. Genoni ganz leicht am links schieben. Also, es ist ein schönes Goal und ein verdientes Goal, da gibt es nichts dran zu rütteln. Und der EV